Vincent Paplon, viertes Spiel mit Genf, die ersten zwei Goal. Klar, ist nicht alles persönlich, aber trotzdem, wie sehr wichtig ist es für einen Stürmer, dass ich sagen kann, jetzt bin ich in Genf angekommen. Ja, absolut. Ich meine, es ist mir wichtig, dass wir früh in der Saison ein Goal schiessen können. Bis jetzt noch nicht so geklappt hat, darum umso schöner hat es heute geklappt. Aber wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Gerade erwähnt, nach dem ersten Tritt hat es noch so ein bisschen ausgesehen, es ist noch nicht das Genf. Was ist vielleicht in der ersten Pause passiert, dass noch dann vielleicht mehr reinkommen ist, oder was hat es vielleicht der Gegner schwierig gemacht? Ich glaube, die ersten paar Minuten sind ganz okay gewesen. Wir haben recht einfach gespielt bei einem Drittel. Und dann haben wir wieder angefangen, ein bisschen kompliziert zu spielen. Böck verloren, blaue Linie. Wir wissen, Lugano hat eine schnelle Mannschaft, hat ein paar Konter können fahren. Und die ersten zwei Drittel sind eigentlich recht ausgeglichen gewesen. Und wir haben gewusst, im Dritten sind wir besser gekommen. Wir sind recht stark rausgekommen und der Meisig ist hinten. Super gegeben und nachher haben wir vorne Goal geschossen. Merci. Danke vielmals. Danke.